Bei Geschichte sage ich Ihnen nur den Anfang. Geschichte habe ich ausführlich beschrieben in Trotzdem Lehren. In dem Kapitel Häufige Fragen von Lehrern ist Geschichte gefragt worden. Ich habe jede Menge Strategien da erklärt. Aber ich erkläre Ihnen den Einstieg, was man davor machen kann. Also, kennen Sie Quartettspiele? Gibt es die hier auch? Quartettspiele? Gibt es solche, die themengebunden sind? Also ich habe Vasco da Gama in einem Quartettspiel das erste Mal gesehen. Da war ich so vielleicht 8-9 Jahre alt. Und wenn man sich langweilt, weil einer so langsam am Überlegen ist, dann liest man halt aus Versehen den Text da unten. Ne? Und beim Guten gibt es vielleicht auf der Rückseite auch noch ein bisschen extra Text. Da muss man schauen, wie man die Rückseite liest, ohne dass die anderen sehen, welche Karte ich habe. Sehr spannend. Das heißt also, spielen Sie Quartett. Machen Sie selber Quartette. Basteln Sie die selber. Mit den Dingen, die Sie nachher haben wollen. Dann sind wichtige Namen schon wieder gebrannt worden. Dann hat der von, was weiß ich, Cäsar, Nero oder was schon mal was erfahren, weil in dem bildungsfernen Haushalt hat er diese Begriffe oder Namen davor ja noch nie gehört. Also mit sowas einsteigen. Dann Filme sehen, damit sich Gefühle entwickeln können. Wenn ich Filme sehe zu den historischen, wir sind jetzt bei Geschichte, Epochen, die ich hinterher unterrichten will, dann lassen wir halt mal irgendeinen Film, der im alten Rom spielt. Und dann können wir den mehrmals sehen. Beim ersten Mal schauen wir die Handlung an, damit es jetzt gegessen ist. Jetzt weiß jeder, wie es geht. So. Beim zweiten Mal geben wir den Kindern Aufgaben. Diese Ellen J. Langer, die wir schon erwähnt haben, die das harte und das weiche Formulieren untersucht hat und Fragen öffnen den Geist, diese Frau, hat gesagt, wenn wir den Leuten was geben, worauf sie achten sollen, dann nehmen die viel mehr wahr. Also wenn wir zum Beispiel sagen, die Mädchen, also man kann vielleicht eine ABC-Liste machen, auf was man alles achten könnte. Und dann können die Mädchen vielleicht sich mehr das Textile raussuchen, so Mode, Erscheinung und so, die die Jungen weniger interessieren. Die Jungen achten vielleicht, welche Waffen die getragen haben. Na, und dann berichten die hinterher und dann schauen wir mal, ist das historisch überhaupt akkurat? Gehören diese Waffen in die Epoche? Oder hat sich der Regisseur mal wieder eine Freiheit genommen, weil der Speer besser aussieht als der Bogen? Die hatten vielleicht gar keinen Speer. Und so nehmen wir das zum Anlass, um dann darüber zu reden hinterher. Und so können sie in diese historischen Epochen einführen und später haben sie eine Basis, auf die sie den Unterricht setzen können, weil sie den E-Bereich geschaffen haben. Erste Nervenbahnen. Und sowas macht Spaß. Und dann kommen die Dinge, die im Buch stehen. Also erstmal basteln sie einen Zeitplan. Nehmen wir an, wir wollen von 1000, ich sage mal minus 1000 bis plus 1000, nicht? Geschichtlich. Wollen wir den, dann machen wir einen langen Papierstreifen, minus 1000 plus 1000. In der Mitte ist das ja null, dass es nicht gibt, ne? Und dann lernen wir 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Und dann kommt die 753, die muss so groß sein, dass alle in der Klasse das sehen können von ihrem Platz, weil das sehen sie andauernd, das hängt an der Wand. Und dann malen wir da ein großes Ei. Und die weniger wichtigen Zahlen sind etwas kleiner und noch weniger wichtiger sind noch etwas kleiner, da muss man schon hingehen dann. Und dann gehen die immer wieder dran vorbei und bleiben mal stehen und gucken mal. Es ist ständig präsent. Und auf die Weise baut sich das chronologisch auf, was sie gelernt haben. Und heutzutage mit den Handys kann jeder gehen und Fotos machen und kann die aneinander rein, kann das daheim auch wieder auf den Tisch legen. Das war früher alles nicht möglich. Früher war das viel schwieriger. Das ist also das Poster. Dann haben wir WQS. Schüler basteln WQS, hat der Hohenstein schon erwähnt, gegenseitig. In kleinen Gruppen. Und indem sie die Fragen formulieren, beginnen sie den Text zu durchdringen. Geht gar nicht anders. So, dann haben wir Theaterrollenspiel. Also nehmen wir doch mal an, wir spielen so eine Szene, die da wichtig ist. Das macht denen einen Riesenspaß. Die sind ganz anders involviert, die merken sich das. 20, 30 Jahre später erzählen die das am Kaffeetisch, dass die das mal gemacht haben. Ich muss nicht jede Stunde Theater spielen, aber jede 4 Monate einmal zum Beispiel. Dann machen sie doch mal ein Musical draus. Lassen sie die Kinder doch einen Historienrap machen. Ja, ein Historienrap. Dann rappen die Teile des Textbuches, jeder kriegt einen Abschnitt. Hinterher weiß jeder das Wichtigste. Also schlechter als eine 3, mittlere Note, bei Ihnen und bei uns, dann geht es ja rauf, runter, andersrum, ne? Können die gar nicht kriegen, selbst wenn sie gar nichts mehr lernen danach. Die haben genug, um ein Passing Grade zu kriegen. Und wenn sie Interesse haben, dann bleiben sie am Ball und kriegen eine bessere Note. Bei Ihnen dann eher die 4, bei uns dann eher die 2, ne? So. Ja, lassen Sie die Fernsehnachrichten moderieren. Also da hockt dann ein und erzählt uns, wie Nero dieses Arschloch Rom angezündet hat und wie die Flammen da hinten lodern und so weiter. Das machen die mit Gusto. Das vergisst die Klasse nie wieder. Und wenn das ein Schlüsselerlebnis war, um welches sie herum dann andere Geschichten drapieren,
dann ist das so ein herausstehendes Element, an dem das andere assoziativ dranhängt. Wie kam es dazu, dass Rom angezündet wurde von Nero? Weiß man das sicher? War er geisteskrank oder wie oder was? Woraus kann man das überhaupt schließen? Welcher Historiker behauptet was? Von wem wird Geschichte überhaupt geschrieben? Ja, von den Siegern. Wie ist denn das nach einer Kriegssituation? Wer hat denn die Mongolen beschrieben? Nur die Feinde. Von den Mongolen wissen wir nur, wie ihre Feinde. Ja, wer hat über die Römer was gesagt? Sehen Sie, das sind die Fragen, die dann auftauchen, wenn wir eine Action draus machen und drüber reden. Und dann haben wir Science Fiction. Lassen Sie die in die Vergangenheit reisen. Da gibt es zwei Varianten. Das eine ist, der rasende Reporter berichtet aus der Vergangenheit, was er sieht. Er ist dort unsichtbar. Die zweite Variante ist, er ist dort sichtbar. Was darf er nicht tragen und nicht wissen, damit Sie ihn nicht als Hexerich verbrennen? Sehen Sie, das macht Spaß. Jetzt müssen die Fakten hineinverwoben werden in dieses Spiel. Das glauben Sie, was die lernen. Und am Ende fügen Sie ein paar i-Tüpfer dazu.